Hi und herzlich willkommen bei Carmaniac mit einem ungewöhnlichen Bild, das wir so noch nie gesehen haben, aber welches vielleicht das Bild der Zukunft ist. Nämlich ein Ladepark, welcher so extrem besetzt ist, wie das ja noch nicht mal an einer Tankstelle der Fall ist, höchstens wenn die Spritanzeige auf 0 fällt aufgrund eines Fehlers und alle hingehen und tanken und sich darauf berufen, da steht ja 0 Euro. Wir haben hier, liebe Freunde, an dieser Ladesäule in Rutesheim meinen e-tron, ja? Einen i3, einen Taycan, der wartet, einen e-Golf, davor ein Tesla Model 3, dann auf dieser Seite ein Nissan Leaf, ein Skoda Citigo, ein Audi e-tron und nochmal ein e-Golf. Also das ist ein Bild, das habe ich hier, also habe ich hier noch nie gesehen oder überhaupt an einer Ladesäule. Könnte natürlich so ein bisschen Angst machen für die Zukunft, wo dann Verbrennerfahrer sagen, ja, seht ihr das? Also, oder Elektrogegner, nicht Verbrennerfahrer. Verbrennerfahrer sind ja nicht gleich Elektrogegner. Dass sie sagen, seht ihr, das erwartet euch in Zukunft. Genau das. Aber die Ladenetzinfrastruktur wächst ja mit. NBW zum Beispiel baut fleißig aus. Das ist so dieser Flagship-Ladepark von NBW, wo es kostenlos WLAN gibt und Mülleimer, was ganz wichtig ist. Und der Grund dafür, dass es hier so besetzt ist, ist der, dass es heute am 16. Februar kostenloses Laden bei NBW gibt, weil ich glaube 500 Ladesäulen, so Schnelllader, wurden jetzt aufgestellt und man kann ja normalerweise auch bei anderen Anbietern laden, aber dieses Angebot gilt heute nur für NBW-Ladesäulen, also wie diese hier. Ja, und ganz speziell natürlich Autos mit dicken Akkus knallen hier schön ihre Akkus voll. Na, e-tron natürlich. Ich mache das jetzt nicht deswegen, sondern weil ich auf der Heimfahrt bin von der Fahrpräsentation des Opel Mokka E. Aber der andere e-tron, das Model 3, der Taycan natürlich. Klar, warum nicht? Jetzt könnte man natürlich meinen, okay, da wird die Lade, also da wird man garantiert nicht so laden können, wie man sonst laden kann. Gucken wir doch mal. Ich stecke hier und ich lade mit 145 kW. Habe angeschlossen bei 20%. Vor 11 Minuten und schon seit jeher lade ich mit dieser Ladeleistung. Der e-Golf zieht halt auch seine übliche Ladeleistung. Also da gibt es keinerlei Begrenzung. Jetzt gucken wir mal an der Säule, was der andere e-tron macht. Gut, das ist 47 kW. Ich weiß einfach von der Ladeleistung, dass es der e-tron ist. 47 kW bei 90%. Der Citigo 18 kW bei 70%. Also quasi das übliche. Heißt für uns im Umkehrschluss, es gibt keine Ladeleistungsbegrenzung hier. Dadurch, also Auslastung besser gesagt, dass man sagt, okay, hier stehen wirklich eine Menge Elektroautos. Und trotzdem, darum geht es ja in diesem Video, ist die Beobachtung, dass das Netz nicht darunter leidet. Also trotzdem jeder so laden kann, wie er laden kann. Und man natürlich so ein bisschen ja, ein ungewöhnliches Bild hier hat in Rutesheim. Ein Bild, das ich so tatsächlich wirklich noch nie gesehen habe. Und hier der Taycan in der Warteschleife. Auch geil. Also Elektroautos an der Ladesäule wartend gibt es eigentlich eher selten, gerade jetzt zu diesen Zeiten. Aber ist schon mal echt interessant, das zu sehen. Alle Ladeplätze waren besetzt. Jetzt fährt der e-tron weg und so kann der Taycan ran. Taycan 4S übrigens in diesem Fall. Und das sind schon viele Ladeplätze, ne? Also eine super interessante Erfahrung, das mal so gesehen zu haben hier in Rutesheim. Und so wird es wahrscheinlich an jeder Ladesäule heute in Deutschland von NBW ausgesehen haben. Gratisstrom ist schon was Tolles. Schreibt in die Kommentare, ob ihr heute an diesem Tag auch gratis geladen habt. Und ja, ich lade jetzt noch fleißig weiter, dann geht es zurück nach München. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren unten. Ja, und natürlich einen Daumen da zu lassen für den Algorithmus. Und dann freue ich mich auf das nächste Video mit euch. Ciao aus dieser spontanen Aktion hier bei Carmaniac.